Raumfahrtbegeisterte und Freunde, es ist mal wieder ein großartiger Tag und es ist schön, Herr Ministerpräsident, wenn man sieht, dass die reiche Saat der Aktivitäten im Feld von Luft- und Raumfahrt in Bayern dann auch aufgeht. Es ist eine neue Welt, die man hier lebt und das ist der erste Gedanke. Ministerpräsident hat es gesagt, wir reden nicht über die klassische Raumfahrt, sondern wir reden über die neue Raumfahrt, über New Space. Und wenn man mit ausländischen Vertreterinnen und Vertretern spricht, dann sagen, es gibt in der Welt eigentlich nur zwei, drei Standorte, wo New Space wirklich spannend ist und stattfindet. Und einer davon, das ist hier in Bayern. Und deswegen, die Frau Öbe, verstehen wir total, dass Sie Bayern ausgewählt haben als einen Ihrer Standorte, weil Sie hier tatsächlich aus dem Vollen schöpfen können. Aus ganz viel Potenzial, aus vielen klugen, jungen Menschen. Wir haben im Moment die Situation, dass die TU München Zelte aufstellt, um all die Erstsemester aufzunehmen, die neue Luft- und Raumfahrt studieren wollen. Das ist wirklich eine Riesenbegeisterung ausgebrochen. Das heißt, Sie werden auch viele gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in der Zukunft finden. Es ist nicht nur neue Raumfahrt, es ist auch eine neu belebte Partnerschaft zwischen Bayern und Frankreich. Lange Luft- und Raumfahrttradition. Airbus heute der weltgrößte Luft- und Raumfahrtkonzern. Und wer weiß, was aus der Exploration Company in einigen Jahren werden wird. Ihre Ziele sind ambitioniert und die Mannschaft ist großartig, deswegen setzen wir tatsächlich auf Sie. Und es sind neue Chancen, die sich auftun. Davon redest du, lieber Markus Söder, unser Ministerpräsident, immer sehr gerne. Neue Welten und viele Dinge, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, wenn sich die alte Welt in dieser neuen Welt irgendwo paart, was dann passieren kann. Ich habe gelesen, Sie wollen auch bayerischen Hopfen in den Weltall bringen. Was das für die Reinheitsgebot des bayerischen Biers am Ende bedeutet, ich glaube, man kann es noch nicht genau abschätzen. Aber spannend ist es auf jeden Fall. Auf solche Ideen können nur Firmen kommen, die wirklich bayerische Gene haben. Deswegen freuen wir uns auch über diese Aktivitäten ganz besonders. Am Ende fiebern wir wirklich mit, was Ihren Fahrplan angeht, was die nächsten Aktivitäten angeht. Und dieser bayerische Satz, wenn es mal irgendwie nicht funktioniert hat, das war nichts, der bekommt mit Ihnen eine ganz neue Bedeutung. Denn wenn Sie erstmal den Wiedereintritt geschafft haben, und wenn Sie vielleicht irgendwann sogar den Mondflug realisiert haben, dann heißt das war nichts. Wir haben es geschafft und wir haben etwas erreicht, was Ihnen vielleicht am Anfang keiner zugetraut hat. Deswegen alles Gute, viel Erfolg und mit allem, was wir im Wissenschaftsland Bayern beitragen können, stehen wir hinter Ihnen. Herzlichen Dank.